WM-Talk mit Guido, heute mit Tomislav Piplitzer, die Legende, der Torhüter schlechthin. Viel Spaß. Und den haben die Zuschauer in der LVZ-Kuppel auf jeden Fall. Neben großen Emotionen sorgen Guido Schäfer und Tomislav Piplitzer für geballte Fußballkompetenz. Der ehemalige Profitorhüter war in diesem Jahr als Torwarttrainer der bosnisch-herzegowischen Nationalmannschaft sogar selbst bei der WM in Brasilien. Ich bin sehr begeistert, wie die Leute mit so vielen Schwierigkeiten so eine WM organisiert haben und mit so viel Erfolg, mit so viel Spaß, weil sie sind Leute so nett, so freundlich und ich habe mich dort gefühlt wie zu Hause. Das WM-Special der Leipziger Volkszeitung wird von den Lesern bestens angenommen. Mit mehreren Bildschirmen, einer Leinwand, Catering und Rahmenprogramm erweist sich die LVZ-Kuppel als idealer Ort zum Fußballschauen und für Firmen-Events. Wir sind heute wieder ausgebucht und heute ist es ein Dankeschön an die Leser. Und wir freuen uns, dass so viele angerufen haben und gewinnen wollten, dabei sein wollten. Wir haben am Anfang die Veranstaltung mehr an die Firmen gerichtet. Und dort haben auch Firmen sich eingemietet, die den ganzen Service inklusive Catering, Fußballschauen, Talk mit Guido genießen konnten. Die anwesenden LVZ-Leser und Fußballfans zeigen sich begeistert von der Veranstaltung und den Gastgebern. Wenn der Guido, unser Freund Guido, da ist, was Besseres gibt es ja gar nicht. So vielseitigen Menschen zu haben, der vom Fußball was versteht und auch noch so kontaktfreudig wie er ist. Ich wollte schon die ganze Zeit mal zum Public Viewing und habe das gewonnen heute hier. Aber wir können auch zu zweit zu Hause ausflippen. Aber wenn natürlich mehrere da sind, ist es natürlich schon schöner. Ich war schon beim Spiel gegen Frankreich hier und habe heute meine Kinder mitgenommen, weil ich gesagt habe, hier ist so schön, kommt mal mit. Und hier sind wir wieder. Deswegen ist mir Tommy auch so sehr, sehr sympathisch. Wenn Chefreporter Schäfer zum WM-Talk mit Guido ruft, kommen die Stars freiwillig. Tomislav Piplitzer weiß warum. Ja, wir uns kennen schon lange und könntest du nie zu Guido Nein sagen? Ja, das geht mir mit den Frauen genauso. Wenn ich also was will, dann kriege ich das auch. Nee, ich hoffe, dass es eine schöne Veranstaltung wird. Tommy, wie gesagt, ist ein klasse Typ, einer aus dem Leben. Und der hat auch so ein dünnes Haar wie ich, aber einen schönen Pferdeschwanz. Also wir passen. Yes! Danke. Und so geht ein unvergesslicher Fußballabend zu Ende.